und jetzt auch Bergmann. Also 5 gegen 3 Powerplay gleich zu Beginn des letzten Abschnitts. Das erklärte der Referee nochmal den Trainern. Also 5 gegen 3. Optimaler Start natürlich in diesem letzten Abschnitt und die ganz große Möglichkeit vorzulegen auf 2 zu 1. Und Klaus Dahlke hat es mit der Fanghand einen Save ganz sicher. Weiter ging es. Immer wieder Schüsse von der Blauen. Man sucht natürlich den Zug zum Tor und dann vielleicht mit dem Rebound zum Erfolg zu kommen. Muss aber auch hinten aufpassen. Dylan Stanley nur Zentimeter am Pfosten vorbei. Jetzt suchten beide Seiten den Torerfolg. Bad Nauheim mit Lenny Gehr. Aber man schaffte es nicht, auch das Überzahlspiel hier zu nutzen. Das war natürlich ganz entscheidend, wie gesagt, beim Sieg in Rosenheim. Die Powerplay-Tore. Und mit der Nebenbandenkamera zu sehen, wie intensiv auch wieder dieses Spiel war. Man kämpfte um jeden Zentimeter Eis. Man kämpfte um die Scheibe hier mit Dennis Cardona. Da gab es kaum mal Möglichkeiten, sich zu entfalten. Man hat sofort den Gegenspieler. Und dann geht der Arm hoch. Strafzeit. Wieder Ackermann draußen. 45. Minute. Wieder Powerplay für die Roten Teufel. Vielleicht jetzt das zweite Tor. Ein Riesen. Ding, Dennis Cardona im Slot stehend, schafft es nicht, die Scheibe unterzubringen. Hier wohl auch noch an den Pfosten gelenkt von Klaus Dalpiaz. Da hatte man schon Sorgen, ja, wenn man vorne die Chance nicht nutzt, dass man dann hinten vielleicht das Tor kassiert, wie beim letzten Spiel beim 2:3 nach Verlängerung gegen die Star Bulls. Aber anders an diesem Abend, Tobias Schwab und wieder Dalpiaz. Eine Wahnsinnstat von Klaus Dalpiaz, der eine starke Leistung an diesem Abend bot. Überhaupt beide Torhüter, auch Markus Keller hat diesen Schuss von Stanley, konnte die Scheibe, die hart geschossen war, aus dem Handgelenk nicht ganz festhalten, aber sofort reaktionsschnell klärt er vor der Linie und der Referee zeigt auch sofort an. Kein Tor, die Scheibe nicht über die Linie, weiter 1:1 und die Spannung stieg natürlich immer weiter bei den Zuschauern, bei den Spielern und auch bei den Trainern, ganz klar. Beide wollten jetzt die Entscheidung in der Schlussphase dieses dritten Abschnittes. Bad Nauheim kam nochmal richtig stark auf. Immer wieder vor allem Tobi Schwab und Lenny Gehr, die mit einer ganz starken Partie an diesem Abend. Nochmal der EC Richardson, spielt es sehr komplizierte mit Lenny Gehr und dann bekommt er aber nochmal die Scheibe und an den Pfosten. Was für eine Möglichkeit in der 52. Spielminute für die Roten Teufel, die jetzt nochmal so richtig Gas gaben und nochmal einige gute Szenen hatten. Wieder die Formation und mussten natürlich aufpassen, dass man hinten vielleicht nicht den entscheidenden Treffer kassiert. Gottwald und Markus Keller wieder zur Stelle. Hin und her ging es in den letzten 10 Minuten des letzten Abschnittes. Alex Alten. Also einiges drin und die Spannung, sie war ja bis unters Dach des Kölner Nationalstadions zu spüren. Sven Breiter, er so ein bisschen die Reizfigur in den bisherigen Partien, wurde hier gelegt. Aus dieser Perspektive kann man vielleicht auch mal 2 Minuten geben. Aber das ist nun mal Playoffs. Und da lässt es der Referee eigentlich richtigerweise, würde ich mal sagen, laufen. Ja, hin und her, wie gesagt, wog das Geschehen in den letzten Minuten. Beide wollten eigentlich die Entscheidung, wollten nicht wieder eine Verlängerung. Die Torhüter hatten was dagegen. Und das Glück war dann auch nicht dabei. Chris Eid nochmal, das Tor war leer auf der linken Seite, 59. Minute. Das war dann die letzte gute Gelegenheit. Fred Carroll musste wieder mit seiner Mannschaft in die Verlängerung, wie schon beim letzten Heimspiel. Da stand es 2:2. Mit 4 gegen 4 Spielern geht es weiter. Ganze 20 Minuten werden absolviert. Wenn dann kein Tor fallen würde, dann würde es Penalty-Schießen geben. Beim letzten Mal hat es knapp 2 Minuten gedauert, ehe Rosenheim getroffen hatte. Wie würde es an diesem Abend sein? Rosenheim eigentlich nur mit diesem Schuss in der Overtime. Bad Nauheim machte es sehr clever, machte die Räume vor allen Dingen eng, das war wichtig, setzte die Rosenheimer unter Druck und ein schnelles Spiel nach vorne. Kyle Pivovarczyk kommt nochmal an die Scheibe und wieder Dalpiaz. Die Spannung war zum Zerreißen. Tobi Schwab zieht in die Mitte, schießt Lenny Gehr, jetzt scheint die Scheibe verloren. Tobi Schwab und Chris Eid im Zusammenspiel, Lenny Gehr und jetzt die entscheidende Situation des Spiels. Tobi Schwab auf Lenny Gehr und der steht plötzlich ganz frei für Klaus Dalpiaz. 65. Minute, da ist es passiert. 2:1, Siegtreffer für die Roten Teufel. Wunderbar gemacht. Und die zwei, die stärksten Spieler an diesem Abend, das muss man sagen, machen
Also den verdienten Siegtreffer für die Roten Teufel, die mit 3:2 in der Serie nun in Front gehen. Aber die ganze Mannschaft, sie hat gefightet, hat gekämpft und hat sich verdient, wie auch hier zu sehen, ein Wollknäuel aus Spielern. Die große Freude, diese Bilder sah man am Sonntag im Kalendarstadion noch auf der anderen Seite. Da waren es die Star Wars, die analog und genauso jubelten. Und nun waren es also die Roten Teufel. Eine tolle Partie, ein packendes, ein mitreißendes Playoff-Spiel mit dem glücklicheren Ausgang für den EC Bad Nauheim. Eine solch enge Serie wird halt nur durch Kleinigkeiten entschieden. Und an diesem Abend war es Lenny Gehr, der diesen tollen Pass von Tobias Schwab nutzte. Noch Geschäftsführer Andreas Ortwein, der natürlich mit auf dem Feld, auf dem Eis, freute sich mit seinen Spielern. Ein ganz starkes Spiel, das lässt hoffen. Hier den Matchball hat man sich erspielt. Markus Keller, ganz stark, ganz wichtiger Akteur beim EC. Und natürlich das Bad in der Menge, die Ehrenrunde, die gehört dazu. Jetzt hat man also den Matchball. Man kann am Sonntag in Rosenheim das Halbfinale bereits klar machen. Aber das wird nochmal ein ganz harter Gang im Katrainstadion. Das wird proppenvoll sein. Und Franz Steher, der Rosenheimer Trainer, er versprach ja, wir sehen uns am Dienstag hier wieder zu Spiel 7. Wir sind gespannt. Wir sind auf jeden Fall mit dabei in Rosenheim und werden auch live übertragen im Internet diese Partie per Video und per Kommentar. Die Fans, die freuten sich. Das war natürlich eine perfekte Krönung, ein perfekter Abschluss dieser Partie. Wir verabschieden uns mit diesen Bildern. Wir sehen uns mit dem nächsten Heimspiel, das es ja auf jeden Fall noch geben wird, sei es gegen Rosenheim das 7. oder dann im Halbfinale das 1. Heimspiel. Bis dahin, macht's gut und tschüss.